Einen wunderschönen guten Tag, meine Lieben, und herzlich willkommen zurück zu Starfield. Wo müssen wir hin, ist die Frage. Weg, weise mir. Wir waren ja hier, ne? Wir müssen Torres retten, wir waren in dieser Station, ihr wisst ja noch. Ich hoffe, ihr wisst es noch. Der Notfunk hier, ja, ihr wisst schon, der Notruf und alles, bla bla. Wir müssen dies und das tun. Wo ist das Navi? Da, okay. Los geht's! Du hast keine Ahnung, womit du es zu tun hast. Ich dachte, wir dürfen Spacer nicht angreifen. Nein, Marines dürfen nicht angreifen, Spacer dürfen wir. Oh shit, oh shit, oh shit. Heil, heil, heil. Oh Gott. Ich renne da einfach an denen vorbei. Sehr gut. Medipack. Medipack. Was soll denn das? Was soll denn das? Falsche Taste. Scheiße. Ich wollte meinen Spell einsetzen und nicht da eine scheiß Mine hinlegen. Und die vergasen, aber scheiß drum. Den mochte ich sowieso nicht. Falls ich dachte, ich. Oh, ich hab hier nur Dings, ja. Ich dachte, ich habe noch die Druckwelle drin, Mann. Nein. Ich komme nur in die Nähe und die Leute verbrennen. Was habe ich bitte schon bei an mir, dass das passiert? Ich meine, ich finde es nice, aber... So, kurz durchskippen. Zack, 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 zack. Irgendwie ein Heftchen oder so. Ein kleines Porno-Heftchen für mich. Nein? Langweilig. Ich glaube, du lastest dir da zu viel auf. Findest du? Ganz wortwörtlich. Ja, das war's wohl recht. Da hast du wahrscheinlich vollkommen recht, aber ich kann hier das Zeug aber nicht liegen lassen. Meine Gier nach Loot ist einfach zu groß. Ich weiß nicht, ich hab... Also... Oh, fuck, ich hab mir aus dem Helm aufgenommen. Also, was Looten betrifft, ist bei mir ganz schlimm. Und ich frag mich, warum ich bis jetzt keinen neuen Helm oder so aufgenommen habe. Wahrscheinlich genau, weil es zu viel wiegt. Weil vielleicht sind blaue Helme mittlerweile genauso gut wie, ne? Alles andere. So. Also wie die Waffen, wo wir gefunden haben, das meine ich damit. Verdammte Spacer. Das sind so viele. Sind sie alle tot? Ja. Dank der Hilfe, die wir hatten, sind alle von ihnen erledigt. Das war echt gute Arbeit. Wie viele sind noch in eurer Einheit? Habt ihr Scharfschützen oder so? Nein, wir beide sind allein. Heilige Scheiße. Das war alles euer Werk? Ha! Scharfschützen? Unsinn. Wir müssen Captain Myong helfen. Sie ist hinter der Tür. Aber sie gehört nicht zu Freestar. Oberste Priorität haben unsere Männer und Wissenschaftler. Sie war die Einzige, die uns geholfen hat, Sergeant. Ich werde sie jetzt nicht im Stich lassen. Ihr wart gerade erst noch im Krieg. Erstaunlich, dass ihr den Marines helfen wollt. Mir egal. Ihre Männer haben ihr Leben riskiert, sind für uns gestorben. Aber die sind von den UC. Wir können nicht... Sergeant, ich befehle dir, uns bei der Rettung zu helfen. Nur, wie? Wir haben einen Überbrückungsschlüssel. Wenn sie noch leben, sind sie beim anderen Eingang.
Zusammen müssten wir sie retten können. Wenn nicht, sterben wir halt. Einige Soldaten brauchen unsere Hilfe. Bist du dabei? Wir könnten Unterstützung gut gebrauchen. Ja. Das ist keine Wohltätigkeitsveranstaltung. Ich lasse keine Marines sterben. Ich helfe gerne. Dann ziehen wir es durch. Ja. Hier ist der Schlüssel. Du gehst voran. Der Captain ist eine Ebene tiefer. Wie schon gesagt, jemand schaltet die Spacer aus. Ich fasse es nicht. Schön. Alter. Geil. Entnommene Organe. Nehmen wir natürlich mit. Müssen wir gucken, ob wir irgendwann mal schmuggeln können. Andererseits, wo soll ich es denn verkaufen? So, wo muss ich hin? Navi, führe mich. Das war gierig! Wow! Ich dachte, ja, da rennt man schon rein, töten alles und gut. Ups. So, Medipack. Notfallkit. Haben wir noch irgendwas zum Zeitverlangsamen? Nein. Ich dachte eigentlich, wir hatten mal irgendwas, mit dem wir die Zeit verlangsamen könnten. Das wäre nämlich eigentlich cool gewesen mal. Können wir nehmen mal 40 Schaden für 2 Minuten. Probieren wir mal aus. Als ich dachte. Hätte nicht gedacht, dich wiederzusehen. Gut, dass eure Milizratten aufgetaucht sind. Hier hätten wir vorher das Tool gebrauchen können. Aufhören, Private. Es zählt nur, dass sie jetzt da sind. Und wen haben wir hier? Noch jemanden, der forscht? Hi. Nein. Ganz ehrlich, ohne sie wären wir noch immer festgenagelt. Teufel auch. Ah, du siehst nicht aus wie ein Marine. Und auch nicht wie von der Miliz. Ciao. Wer bist du? Ich bin bei der Vanguard. Oh, noch mehr UC, die das FC rausboxen. Captain Mayong, UC Marines. Veteranin der Koloniekriege. Schild des Paduk-Passes. Bester Marine im Dienst. Und kommt ohne mich nicht recht. Und dieses Großmaul ist Private Sai. Wäre sie nicht so eine verdammt gute Soldatin, müsste sie die nächsten 10 Jahre Latrinen putzen. Ihr habt Leben gerettet und das werden wir euch nicht vergessen. Der Captain und ihre Marines? Tja, ohne sie wären wir jetzt alle tot. Ihr gehört zu Freestar, seid aber zuallererst Sandlatscher. Ich wollte euch nicht einfach diesen räudigen Spacern zum Fraß vorwerfen. Verdammt schön, dich kennenzulernen. Du hast Kampfgeist, den können wir gut gebrauchen. Wir haben uns hier einen Hinrichtungsaufschub erkauft, aber der läuft auch irgendwann aus. Die Mistkerle sind unorganisiert und ohne Disziplin, aber sie haben Raumschiffe und wir nicht. Deswegen können sie Verstärkungen herbringen, bis sie uns zahlenmäßig überlegen sind. Und dann schlagen sie zu. Hart. Mhm.
Klingt so, als hättet ihr die Hände voll zu tun. In ein paar Jahren habe ich aus dir einen eisenharten Marine gemacht. Ich habe ein dringendes Problem, Captain. Ich habe Truppen und Zivilisten im Feld. Die werden von den Spacern ausgeschaltet. Ich kann sie nicht sitzen lassen. Dann wärst du auch ein verdammt schlechter Anführer. Aber wir brauchen jeden, um die Verteidigungsanlagen wieder in Betrieb zu nehmen. Mahoney meinte, laut ihrer letzten Übertragung hätten sie Probleme. Könntest du vielleicht zum Forschungslager fliegen und alle Spacer ausschalten? Tja, wer A sagt, muss auch B sagen. Ich erledige das. Sie melden sich nicht mehr. Hoffentlich gibt es noch Überlebende. Mach es schnell und effektiv. Was kann ich für dich tun? Mir ein bisschen Zeug wegnehmen, ja. Man darf nichts Nützliches zurücklassen. Ja. Vor allem, wenn man schon heftig überladen ist. Oh. Oh, schön hier. Leere Chunk-Verpackung. Nee. Ich fange gerade erst an! Ciao! Oh, guck, was haben wir denn hier? Medipack und... Wir müssen unbedingt jetzt das nächste Mal, wenn wir irgendwo sind, Medipacks kaufen. Unbedingt. Und ich guck mal, ob ich jetzt hier vielleicht ein paar Sachen loswerden kann. Weil wir sind schon heftig überladen. Also nicht nur ein bisschen heftig, sondern extrem heftig. So. So. Ja, hier ne Helm. Von mir aus, der kommt weg. Hä? Weg? Waffen? Was ist hier eigentlich? Ach, wir haben schon wieder so ein Dings gefunden. Geil. Ach, das ist jetzt hier auch nochmal sortiert. Krass, nach Waffenart. Big Bang, Breach. Ich weiß nicht genau, was das für Waffenarten sein sollen. Hier sind die ganzen MGs. Hier ist alles. Wir nehmen einfach mal alles. Schaden pro Sekunde. Gehen wir mal gucken. Ist die hier richtig nice? Das ist hier unsere? Nee, das ist unsere. Kalibrierte Kuba. Die Pistole, die haben wir sowieso drin. Das haben wir. Nee, die, da haben wir die andere drin. Wo ist die eigentlich? Hier, die da. Mikrogun. Ja, eigentlich ist nichts wirklich besser. Dann können wir auf jeden Fall ablegen, 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 ablegen. Nein, nicht den Cutter, Mann! Ah, mein Gott. Haben wir eigentlich mal ein besseres Langwier, ne? Dafür müssen wir nach Schaden filtern. Oh, übel viel Schaden macht. Ja, das ist die Shotgun. Nee, 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 nee. Ich hätte gerne hier, ne? Was ist eigentlich eine Breach? Die scheint schon broken zu sein. Was ist denn das? Was ist eine Breach? Wie viel Schuss haben wir dafür überhaupt? 970. Sollen wir die mal als Favorit hinzufügen? Die lassen wir mal da. Ciao. Ciao. Wir gehen wieder pro Schaden pro Sekunde. Ciao. Ciao. Ciao, ciao, ciao und ciao. Wir sind immer noch beladen, gell? Alle 9 weg, zack. Alle 4 weg. Reach. Schrotflinte weg. Weg, 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 weg. Ist eigentlich echt nice. Aber weg, weg. Weg, weg, weg. Hm.
Warte, ich habe die Orion drin, die macht 90 Schaden pro Sekunde. Und wir haben hier eine Orion, wo war sie gerade? 143. Warum habe ich die überhaupt noch drin? Die ist ja viel besser. Miadmal besser. Warum macht der eigentlich so viel mehr Schaden? Das verstehe ich nicht. Dann würde ich sagen, 3 kommt weg. Habe ich noch eine Orion hier? Nee, gell? Nee, aber ein fucking Jagdgewehr. 51 Damage im Vergleich zu unserer Sniper. Wo ist die? 861. Gesackt aber, Mann! Haben wir noch andere Snipers? Irgendwas schadenmäßig brutal reinballert? Nö. Derzeitige Jagdgewehr. Oh, Mann. Klar, deutlich mehr Schaden pro Sekunde. Vielleicht ist das vielleicht besser, wenn wir so eins nehmen. Schwierig. So, Nickel verstauen wir. Hilfe. Ganz ehrlich, die ganzen Nahrungsmittel können jetzt erstmal weg. So, schon viel besser. Die Schiffsteile können auf jeden Fall weg. Warum haben wir die überhaupt dabei? Wie dumm ist es? So, irgendwo haben wir hier noch Müll, kann auf jeden Fall da rein. Das nicht. Die Terrormorph-Zelle, gell? Mit 18.000 Wert. Warum auch immer. Artefakt Psi haben wir noch. Ja, schön. Die Organe weg. Ja, ich denke, das geht. 100 Kilo. Haben wir jetzt frei. Dann nehme ich jetzt hier die Orion. Wo ist sie? Die war hier. Favorit 3. Vielleicht taugt sie ja dann wieder. Boah, die hat ein nices Visier. Ja doch, ich glaube, Schaden kann ich schon gut machen. So, wohin sollen wir, ist die Frage. Forschungslager. Dann porten wir uns einfach mal darüber. Ich weiß nicht, ob wir unser Inventar jemals wieder leer kriegen. Ich würde am liebsten einfach alles rausschmeißen. Kann man da nicht irgendwie... Ich weiß nicht. Das ist so nervig mit dem Händler. Ich muss wieder echt einen Mod suchen. Wenn ich nur daran denke, das alles zu verkaufen, kriege ich einen Anfall. Es kann ja nicht sein. Ne? Oh, danke. Ich muss mal eine neue Waffe ausprobieren. Ih, das sind Spinnen oder so. Die sind voll eklig. Ihr seid eklig. Eklig. Na, voll eklig, Mann, das Zeug. Müssen wir überhaupt hin? Ja, erstmal 400 Meter weit weg davon spawnen, Mann. Hui, blub. Okay, das war witzig. Ich hoffe sehr, dass das nicht zu stinken anfängt. So, wir scannen natürlich nebenher mal wieder alles ab, warum auch immer wir das tun. Das ist so Prinzipsache. Ja, scheiß drauf. Sie versucht damit ihren Raketenwerfer. Der hat echt getroffen, ich glaub's nicht. So, gucken wir mal, was da ist. Ey, wir haben 50 Dinger. Ja, können wir das eigentlich auch jetzt? Aus Prinzipsache. So, haben wir es gemeistert. Wir haben den Boni verdoppelt. Hoffentlich lohnt sich der Scheiß.
Irgendwie gar nicht. Hat sich da eigentlich irgendwas geändert? Ich bin mir unsicher. Pistolzeit. Aber die da. Nein, die da. Hat ja gut funktioniert. War es ein Vorsatz fürs neue Jahr? Dann gucken wir mal rein. Ich streng mich hier. Ich sollte mich ein bisschen mehr anstrengen, glaube ich, beim Fighten. So ein bisschen. Bisschen. Aber es ist halt nicht ernst zu nehmen, die Gegner. Dim, 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 dim. Komplett! Uns gerettet. Private Mahoney hat gesagt, ihr würdet kommen, aber ich wusste nicht, ob wir durchhalten. Nicht alle haben es geschafft. Aber du bist heldenhaft. Hä? Das höre ich öfter. Das höre ich öfter. Das würde ich nie anzweifeln. Hä? Mahoney meinte, wir sollten uns verstecken. Wir warten in einer Höhle in der Nähe, bis das alles vorbei ist. Keine Sorge, ich passe auf die Zivilisten auf. Sprich mit Leutnant Torretz. Kann ich noch irgendwas mitnehmen? Nein? Gar nichts? Ja, ich meine, das ist erste Hilfe weg. What? Ich konnte da gerade durch. Von mir aus. So. Wo müssen wir hin? Aber das ist ja der gleiche Planet, stimmt. Sag nicht, ich musste jetzt wieder rein. Wenn die da noch drin hockt und nicht wenigstens vor die Tür gekommen ist, kriege ich aber einen Anfall. Dann haben wir ein Problem miteinander. Also, es muss Grenzen geben. Ich sitze hier übrigens drin im Stuhl wieder größte faule Sack. Ja, sie steht da. Gott sei Dank. Hi, hi. Mahoney meinte, das Forschungslager wäre sauber. Ach, was würden wir nur ohne dich tun? Dich tun? Wahrscheinlich in irgendeinem Grab verwesen. Danke, dass du diese Mission zu einer Priorität gemacht hast. Wir beschützen die Zivilisten und lassen keine Soldaten zurück. Der Krieg tobt noch. Ein hehres Ziel. In diesem Geschäft ist nicht viel Platz für Ehre. Also müssen wir an dem festhalten, was wir haben. Captain, erzähl uns von deinem Plan. Ich glaube, er ist gut. Die Spacer haben noch nicht angegriffen, aber Männer hinter dem Kamm abgesetzt. Sie dürfen keine Verstärkungen mehr kriegen, sonst überwältigen sie uns. Also müssen wir unsere Schiffe nehmen. Ihr haltet mich auf Trab. Tja. Als Marine ruht man sich nur im Grab aus. Da stimme ich zu. Wir können nur standhalten, wenn wir sie von ihren Leuten abschneiden. Die Spacer haben zwei Gruppen. Wenn du sie ausschaltest, sind die Feinde hilflos. Also starte dein schickes Schiff und leg los. Besiege Spacer im Orbit. Besiege Spacer im Orbit. Wir speichern ab. Was ist denn das überhaupt für eine lange Questreihe? Einfach so random. Gut. Ich würde sagen, bevor ich in Orbit upspace, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich danke fürs Einschalten. Bis zur nächsten Folge.